sagte immer, oh, was hast du schon wieder für kaputte Hosen an? Ja, so. Ja. Hast ja. du kein Geld für neue Hosen? Ja, ja, das sagen meine Eltern auch immer. Hier, und zwar die liebe Paulina vom Kanal Martha Paulina. Kannst du ja mal was über dich erzählen? Also ich bin 16 Jahre alt und ich habe einen Beauty, Fashion und Lifestyle-Kanal. Also so ein typischer Mädchenkanal. Genau. Was war dein letztes Video, was du hochgeladen hast? Ein Shopping-Haul. Passt perfekt, denn wir reden heute über das Thema Shopping. Und dafür haben wir ein paar Fragen vorbereitet, die ihr natürlich auch gerne in den Kommentaren beantworten könnt. Und unsere erste Frage ist, was gefällt euch denn besser, Online-Shopping oder doch direkt in die Geschäfte zu gehen? Also bei mir ist es, glaube ich, es kommt darauf an, was ich suche. Suche ich so richtig explizit einen Teil online, weil da kannst du halt dann irgendwie suchen. Genau. Aber wenn ich einfach nur so bummeln will und gutes Wetter ist, dann in die Läden. Genau, wenn es so spontane Käufe auch sind. Ne? Ja, also ich gehe auch lieber in Geschäfte shoppen, weil irgendwie, da kann ich das alles anprobieren und so wirklich anschauen. Das finde ich viel besser. Ja. Die nächste Frage, geht ihr lieber alleine shoppen oder mit einer Begleitung? Alleine. Also mit Begleitung. Echt? Also, alleine. Ich spüre mich da eigentlich am liebsten alleine durch. Weil, ich weiß es nicht, dann muss der andere auf dich warten. Ja, genau, das ist so ein schlechtes Gewissen. Ja, und vor allem richtig blöd ist, wenn du so 6 Teile hast in die Umkleide gehen willst, die andere Person findet so gar nichts. Ja. So. Aber ich finde es viel besser irgendwie mit einer Begleitung, weil dann könnt ihr euch gegenseitig separaten und so. Nö, wenn ich was mir, wenn mir was gefällt, dann kaufe ich es einfach. Auch so, wenn es mir gefällt, dann kaufe ich es einfach so. Okay. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gerne geht ihr shoppen? War gar nicht. Nee, ja, glaube ich so 4 oder 5. So. Ich würde so 8 sagen. Ich mag es voll gerne. Echt? Vor allem voll Freunde, dann halt irgendwie so. Ich weiß nicht, das macht mir voll Spaß. Ja, ich bin auch so bei 8. Also ich gehe echt immer, wenn ich shoppen gehe, nur so ein paar Läden, wo ich weiß, da finde ich immer was. Und dann macht es mir eigentlich auch Spaß. Aber ich würde, also ich habe gar keine Lust mehr jetzt sozusagen, boah, ich gehe jetzt erstmal groß die ganze Shoppingstraße entlang und bummel da in den Laden und da rein und mal gucken. Und ich weiß auch nicht. Also shoppen ist schon eigentlich cool, aber... Aber auch anstrengend irgendwie. Ja. Bei mir war das früher so, als ich so zum ersten Mal shoppen gegangen war mit einer Freundin, da war ich, keine Ahnung, so 13 oder so. Da waren wir einfach 8 bis 10 Stunden lang in der Stadt. Ja, also so von Laden zu Laden. Und dann waren wir so richtig so im ersten Laden. Und dann in Hamburg ist es relativ weitläufig. Läufst erstmal noch zum anderen, weil man könnte noch was Besseres finden. Läuft man wieder zurück. 8. Man ist so richtig Haushalt mit seinem Taschengeld. Genau, und jetzt ist es so, okay, die 3 Läden abhaken reicht dann auch wieder. Yeah. Also es macht trotzdem Spaß, aber es ist halt so zeitlich echt so viel kürzer geworden. Ja, das stimmt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie lange ihr so durchschnittlich shoppen geht. Ob es eher so ein ganzer Tag ist oder nur mal so. Ja, seid ihr so Power-Shopper oder dann so schnell mal irgendwelche Sachen kaufen, die man braucht. Ja. Ja. Wir können ja mal diesen Satz vervollständigen. Shoppen gehe ich immer dann, wenn. Das ist schwer. Wenn ich ganz viel Langeweile habe. Wenn ich Geld habe. Weil meistens habe ich kein Geld. Oder wenn ich was brauche. Wollte ich gerade sagen. Wenn ich brauche. Oder wenn Jahreszeitenwechsel ist. Oder wenn Sale ist. Sale ist eigentlich immer. Jetzt gibt es schon mittlerweile Mid-Season Sale, Summer Sale. Das stimmt. Eigentlich gibt es immer. Ich finde, manchmal lässt man sich schon so ein bisschen verleiten. Zum Beispiel habe ich ein Fitnessstudio, das ist in der Nähe von so einem meiner Lieblingsgeschäfte. Und dann immer, wenn ich so im Sport oder zum Sport gehe, denke ich auch so, okay, du kannst doch mal ganz kurz gucken. Ganz kurz. Und dann probieren wir doch auch mal so Sachen an. Aber ich versuche das eigentlich so zu vermeiden. Aber manchmal, wenn halt wirklich so, ja, 50% Rabatt, dann denkt man schon so. Ja, ich finde, das lockt schon ab. Ja, das lockt sehr. Ja. Achtet ihr beim Shoppen viel auf die neuesten Trends oder kauft ihr einfach, was euch gefällt? Ja, was mir gefällt. Aber ich finde, man kommt um die Trends gar nicht so mehr drum rum. Ja, die sind halt in den Medien, klar. Genau, das ist halt an den Puppen dann so präsent, dass du automatisch im Unterbewusstsein ja auch in die Richtung gehst. Ja, oder man wird ja auch viel von Instagram und so beeinflusst, dass man gerade sieht, oh, jetzt tragen alle Bomberjacken oder so. Ja, und dann vielleicht kauft man auch automatisch. Ja. Also man ist ja nicht, man wird ja nicht beeinflusst, vielleicht auch irgendwie positiv einfach nur inspiriert. Ja, klar. Muss ja nicht immer nur negativ sein. Ja, genau. Ich finde, man sucht sich dann halt so die Trends raus, die zu einem passen und die man selbst halt auch gut dann stylen kann. Genau. Ja. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber die Sachen kommen immer wieder. Ja, weil man darf das eigentlich nicht wegwerfen. In 10, 20 Jahren ist das voll wieder so. Bomberjacken oder zerrissene Jeans oder so. Meine Mama sagte immer, oh, was hast du schon wieder für kaputte Hosen an? Ja. Hast du kein Geld für neue Hosen? Ja, das sagen meine Eltern auch immer. Ja, das stimmt. Was darf beim Shoppen in eurer Handtasche nicht fehlen?
Geldbeutel auf jeden Fall. Ja. Eine Flasche Wasser. Ja. Ich verdurste immer so auf meiner Strecke. Taschentücher brauche ich auch immer. Ich habe immer Concealer, Puder und Lippenstift. Das habe ich nie dabei. Ich habe sowas auch voll selten dabei. Es gibt ja auch Leute, die haben so Parfum. Hast du sowas mit? Ja. Manchmal Deo oder so. Ich habe irgendwie nichts. Und Kopfhörer. Stimmt, Kopfhörer habe ich auch. Ja, ja. Das ist wirklich gut. Als nächstes, wie seid ihr beim Shoppen unterwegs? So bequem wie möglich oder doch lieber gestylt? Ich bin eigentlich eher so bequem, weil ich versuche auch manchmal zum Beispiel, kennt ihr jetzt, wenn ihr so ein Jumpsuit oder sowas tragt und dann shoppen geht und dann hat man gar keine Lust mehr, Sachen anzuprobieren, weil man die ganze Zeit so... Oder wenn du nur ein Oberteil oder so anprobieren willst, ist auch voll unpraktisch. Ja, genau, weil du hast ja nichts dazu zu probieren oder so. Ja. Am liebsten gehe ich mit so einer schwarzen Jeans oder einfach so einem schwarzen Rock und dann so hohen Schuhen, so wie ich halt meistens rumlaufe, damit ich auch immer weiß, wie ich das kombinieren kann. Ja, genau, bei mir auch. Ich habe auch Jeans und möglichst nicht so viele Lagen, damit ich nicht in der Umkleide da so... Ja, das stimmt. So nicht so viele Knöpfe. Ja, genau. Ja. Am besten Reißverschluss oder einfach so... Ja, einfach bequeme Sachen, finde ich. Als nächstes geht es ums Thema Geld. Gebt ihr lieber auf einmal viel aus oder geht ihr lieber regelmäßig so ein bisschen shoppen und gebt so ein bisschen? Regelmäßig eher. Nee, ich gehe nicht so. Ich gehe einmal und wenn ich was finde, dann habe ich ausgesorgt für ein paar Monate. Ich fühle mich dann immer so schlecht, wenn ich so viel auf einmal ausgebe. So deshalb gebe ich immer lieber ein bisschen was aus und dann regelmäßig. Ich gehe immer so ein paar Euro oder mal. Ja, genau. Und am Ende kommt eh so eine große Summe zusammen. Das habe ich früher auch immer gemacht. Aber mittlerweile, wie gesagt, wenn man nicht mehr so oft so shoppen geht, dann denkt man so, ah, wenigstens habe ich jetzt endlich nochmal was gefunden und nimmt dann halt auch mal so ein paar Teile mit, so. Ja, mich würde nochmal interessieren, was shoppt ihr so am liebsten? Irgendwie so Schuhe, Kleidung, Accessoires, Make-up? Guck mal, eigentlich alles. Ja, ist echt so alles. Also ich muss sagen, in Läden kaufe ich am liebsten Oberteile, weil Hosen sind schon immer schwierig anzuprobieren und Hosen sind so schwer richtig gut zu finden. Ne? Entweder zu lang, zu kurz, zu weit, irgendwo passt es immer nicht. Ich habe sowieso nur zwei Läden, wo ich Jeanshosen einkaufe, also von daher brauche ich in anderen Läden gar nicht erst anzuprobieren. Ich kaufe am liebsten Make-up, weil da muss ja nichts anprobieren. Ja, stimmt. Ja, ich muss auch in die Drogerie gehen. Ne? Ich finde, das ist echt so mit das entspannteste Shoppen, weil, weiß ich, du kannst so ein bisschen was so mal dir auf die Finger, auf die Arme machen und so ausprobieren, angucken und kannst dich dann auch mal von den ganzen neuen Produkten, Limited Edition so beeinflussen lassen. Also ich glaube, am liebsten gehe ich halt echt in die Also ich glaube auch, Kosmetik kann man einfach immer kaufen. Ja. Was kostet so am meisten an Kosmetik immer? Was geht immer so mit? Lippenstift, eindeutig. Ja, finde ich auch. Das finde ich auch am einfachsten zu kaufen. Ja. Stehst du so auf matte Sachen oder auf so? Ja, matt. Ja, ich momentan auch. Ich nehme nur matte Sachen. Ihr könnt natürlich auch die Fragen in den Kommentaren beantworten. Die stehen auch nochmal in der Infobox aufgeschrieben. Oder vielleicht habt ihr auch einen YouTube-Channel, dann könnt ihr natürlich gerne auch ein Video dazu machen. Oh ja. Und vergesst natürlich auch nicht, bei dem Kanal von Paulina vorbeizuschauen. Auch ihr Link ist in der Infobox. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Und vergesst auf keinen Fall, den Kanal zu abonnieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.